Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir machen heute das Thema HSR, Hohlstrahlrohre. Und zwar werden wir direkt mal vergleichen, weil viele haben ihre eigenen Philosophien. Ich weiß nicht, welche besser sind. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal alle laufen, gegeneinander antreten. Fairer Vierkampf heute. Und um die geht es heute. Und das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Alles klar? Los geht's. So, also wichtig ist jetzt, wenn wir natürlich ernsthaft mit Wasser arbeiten und immer, wir müssen ja mit 6, 7 Bar druckgleich fahren, wir werden gleich mal mit 6 Bar starten. Natürlich PSA, denkt da dran, ne? Helden sterben jung. So. So, tut mir leid, ich sehe immer so aus. So, also hier am ersten Rohr haben wir heute den Finn. Das bin ich. Er wird jetzt heute das 235er AWG testen. Bin ich mal ganz gespannt. Das ist der Alessandro. Das bin ich. Der hat jetzt das dritte Rohr im Einsatz, und zwar vom POK, das 235er Hochstrahlrohr. Okay. So, und das ist der Marvin. Das bin ich. Er hat das zweite Rohr im Einsatz, und zwar von TFT, ein 235er TFT Hochstrahlrohr. Genau. Wichtig ist, es gibt verschiedene Herstellerangaben. Manche Hochstrahlrohre darf man wohl auch mit einer Person nutzen. Aber laut FUK-Richtlinien ist es halt vorgeschrieben, egal welches Rohr man hat, ob Mehrzweckstrahlrohr oder Hohlstrahlrohr, eigentlich immer 2 Personen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt werden wir die Crew erweitern um eure Truppführer quasi, okay? Gucken wir mal, los geht's. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Fange ich von hier an, zweites Rohr. Truppführer ist hier der Hendrik. Das bin ich. Und ja, der wird jetzt den Strahl führen quasi. Okay, gehen wir rüber zum dritten Rohr. Ja, am dritten Rohr ist der andere Marvin heute. Das bin ich. Und du bist hier sozusagen der Truppführer, okay? Super, alles klar. Hier am ersten Rohr unser Festbecker Jung Martin. Das bin ich. Und der wird hier sozusagen den Truppführer machen. Alles klar. Ich bin ganz gespannt. Los geht's. Okay, also jetzt wird's ernst. Wir wollen jetzt mal gucken und direkt vergleichen, wie Strahlformen aussehen, wie weit die Wurfweite ist. Einfach mal direkt mal vergleichen. Ne? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Wir gucken auch noch mal. Nicht alle Einstellmöglichkeiten sind gleich. Wir gehen mal kurz mal die Hohlstrahlrohre mal ganz kurz durch. Kommt mal mit. Und zwar fangen wir jetzt an. Ein bisschen runter, also stellen wir jetzt hier das AWG auf 60 ein und Vollstrahl. Okay. Das POC machen wir auch auf 60, sieht man hier, und Vollstrahl. Bei dem TFT ist etwas anders, da kann man schon bei 20, 40, wir machen jetzt hier 100. Die anderen haben alle 60, wir machen jetzt bei dem 100 und auch Vollstrahl, okay? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar? Ausgangsdruck am Verteiler gemessen beim Druckbegrenzer. Denkt dran, Druckbegrenzer nutzen, gerade bei Hohlstrahlrohren, gerade wenn man Druckschläge hat, dass diese Nadelimpulse vom Druck abgelassen werden. Werden wir jetzt gleich mal starten mit 6 Bar, okay? Schauen wir uns das mal an. Los geht's. Okay. Ja, los. Wichtig ist, wer Ghostbusters kennt, niemals den Strahl kreuzen. So, ihr seht jetzt die Wurfweite, ihr seid ja ungefähr in einer geraden Linie. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Momentan sind das Rohr 1 und 3, also das AWG und das POC, sind fast gleich. Eigentlich ist das POK etwas kürzer in der Mitte. Wie gesagt, wir haben überall auch eine Ziellänge nur zwischen, das ist komplett identisch. Und die Verteiler komplett überall aufgedreht. Ne? Also das POK ist ein bisschen kürzer, danach das AWG ist etwas weiter, ich denke mal so 2 Meter weiter wird das so sein. Und das TFT ist nochmal 2 Meter weiter, aber es hängt natürlich damit zusammen, dass wir da auch auf 100 eingestellt haben, denke ich mal. Das kann man jetzt nicht so direkt vergleichen, okay? Wir gehen jetzt mal auf 235er Durchfluss. Macht ihr mal 235? Oh ja, jetzt muss man schon mal weiter rüber gehen. Eieiei. Okay, und jetzt haben wir den direkten Vergleich, ne? Alle auf 235? Ja, also man sieht jetzt hier, dass eigentlich das AWG, das erste und das zweite Rohr, sind eigentlich für mich identisch von der Wurfweite. Seht ihr das auch so, Moritz? Das mittlere POK ist fast gleich auf, also ist minimal, obwohl
Ist eigentlich fast genau gleich alles. Doch, jetzt hat sich das am Weg angefangen. Kann auch sein, dass noch ein bisschen der Druck nachgeregelt wurde vom Maschinist. Aber jetzt sieht das eigentlich ziemlich gleich aus. Also witzig finde ich hier die Strahlgeometrie. Man sieht, wie es hier so eigentlich zusammenläuft. In der Mitte auch. Das hintere ist eigentlich ein bisschen gerader. So, ne? Okay. Wir werden jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt auch Sprühstrahl stellen. Okay, bei 235 Liter. Okay, los geht's. So, dann gehen wir mal lieber weiter zurück. Mach doch mal Sprühstrahl. Okay, das ist natürlich, müssen wir von hinten mal gucken. 62 oder 235? 235. 235 lassen. Könnt ihr mal die äußeren Rohre ein bisschen nach außen drehen? Okay. Also ich finde, bei dem AWG ist das jetzt hier so ein bisschen gleichmäßiger. Ich finde aber das hier persönlich, dieses strukturierte, schöner irgendwie. Was das TFT auch so hat, ne? Ist das 235? Ja. Ist Sprühstrahl voll. Ganz gut und immer Sprüh, ja genau, achso. So. So, und das TFT ist mehr so ein Mittelding dazwischen, ne? Also ich finde, das POK ist an der Stelle so ein bisschen klarer. Ne? Und auch irgendwie weiter. So, jetzt machen wir mal Mannschutz. Bitte mal Mannschutzstellung. Mannschild. Da finde ich zum Beispiel das vom TFT hervorragend. Okay, also hier ist es jetzt, wie vorhin beim AWG, hier ist so ein bisschen gleichmäßiger. Dafür ist das AWG jetzt hier ein bisschen strukturierter. Gut zu halten? Angenehm. Angenehm. Aber ist schon schön gleichmäßig, ne? Also, nur, dass ich das mal direkt mal gesehen habe. So. Jetzt können wir noch mal auf Vollstrahl gehen. Bitte Vollstrahl. Hier wieder ein bisschen zurück, Marvin. So, und jetzt, wie heißt die Stellung? Flasch, ne? Jetzt gehen wir noch mal auf die Flaschstellung oder Spülstellung. Okay, bei dem AWG kann man mehrere Spülstufen einstellen. Machen wir bitte ein bisschen mehr. Drei. So, nee, ein bisschen weniger wieder. Dass so aussieht wie die anderen. Okay, fahren wir hoch. Okay. Also, das finde ich hier ganz akkurat. Ja, super. Okay. Mach mal bitte wieder Sprühstrahl alles. Sprühstrahl. So, nur dass ihr mal direkt den Vergleich mal gesehen habt. Ne? So, wie ist das von der Hand? Wir werden jetzt gleich mal die Handhabung mal durchgehen. Wenn wir das vorne anfassen und im Innenangriff steuern. Ne? Okay, schauen wir uns mal an. Ich würde sagen, da machen wir Rohr für Rohr. Okay, los geht's. Wir machen das jetzt mal einzeln und zwar wegen der Handhabung auch des Hohlstrahlrohrs ein bisschen. Klar machen das andere Leute, machen das viele unterschiedlich. Viele bauen auch schon, da geht schon los den Griff auch ab. Ich finde aber gar nicht, dass er unbedingt immer stört, weil wenn man nicht im Innenangriff ist, ist dieser Griff äußerst sinnvoll. Aber okay, wir zeigen jetzt gleich mal, wie es im Innenangriff gemacht wird. Wir fangen an mit der klassischen Nippelstellung, die heißt wirklich so in Feuerwehrkreisen. Und zwar ist hier dieser Nippel der Einstellung oben und hier dieser von der Strahlform-Einstellung ist alles oben. Aber wir werden jetzt mal auf 235 kurz einstellen, bitte. Gut, jetzt haben wir 235 und wir würden jetzt das Hohlstrahlrohr mal so handhaben, wie es eigentlich wäre. Machen wir bitte Wassermarsch. Und er würde jetzt hier vorne festhalten und jetzt hier rüber drehen. Dreh mal bitte vom, ne, Innenangriff, wenn er jetzt sagt, so, es kommt plötzlich was, dann macht er Mannschutz, ne, und so zurück. Wie ist die Handhabung? Stört das oder geht's? Ja, geht vorbei, ne? Geht vorbei, auch mit Griff. Super, danke. Gehen wir zum nächsten Rohr. Alles klar, los geht's. Ja, das POK, die Nippelstellung ist hier sogar auf 235, das finde ich interessant. Ne? Auch vorne, bitte einmal Wassermarsch geben. Ey. So, und jetzt mal Vollstrahl ein bisschen spielen. Genau. Dreh nochmal bitte in die andere Richtung. Stört auch nicht, ne? Okay, ein bisschen hin und her, mal ein bisschen schneller. Ja, nochmal zurück.
super. Dankeschön. Sauber. Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, in dem Moment, wo er zumacht, hörst du das Druckbegrenzungsgewicht, wie der Druck abgelassen wird. Ne? Weil das schaltet auch ziemlich hart weg, wenn du eine ausmachst. Und ja, gut, dass man das da vorne hat. Okay, hier ist auch Griff auch noch dran. Schauen wir mal, ob das stört. Okay, und jetzt drehen wir. Also ganz ehrlich, wenn ich das sehe, obwohl das relativ weit vorne fest ist, ne? Machen wir kurz Wasser halt. Also obwohl das der Griff relativ weit vorne bei diesem Rohr ist, der Abstand ist klein, ne? Ich dachte, das wäre ein Nachteil, aber es geht trotzdem vorbei. So wie er es einfach hält, stört das überhaupt nicht, ne? Und ja, da könntest du theoretisch auch, könntest du es ja auch noch ein bisschen drehen. Aber mach noch mal ein bisschen. Ach so, weil das geht auch, ja. Stört gar nicht. Okay, danke schön. Also ich verstehe mal nicht, also die ganzen Kommentare, es muss der Griff abgemacht werden, das will ich an der Stelle sagen, muss nicht. Könnt ihr gerne machen, aber ich finde, weiß ich jetzt nicht, ob es irgendjemand gestört hat, aber ich finde es immer total aufregend, wo es nicht notwendig ist. Ne? Also der Griff kann dranbleiben, da haben sich die Hersteller schon was bei gedacht. Okay. Oder die Frage an euch, gibt es irgendwas Schlechtes daran? Sind die alle gut? Haben die euch Spaß gemacht? Funktioniert. Funktioniert? Nur gut. Beim Vollstrahl ist das Sprühbild nicht so. Beim Vollstrahl ja. Jetzt? Okay. Das fächert. Fächern ein bisschen. Okay, Vollstrahl fächern ein bisschen. Da an der Stelle alles gut? Ja, passt. Alles super. Ich hab das, also ich, die kannten das vorher, die Rohre nicht. Ne? Die habe ich heute rausgekramt für die. Ne? Alles super? Alles super. Okay. Für dich unspektakulär. Ja, vielleicht wäre nochmal ein Aspekt, vielleicht die Gewichte auch, wenn man das länger halten muss in dem Rohr. Okay, Gewichte. Danke, werden wir gleich nochmal machen, ja. Marvin. Okay, wir werden die gleich nochmal auch nochmal wiegen, welche für euch. So, und hier AWG? Wunderbar, bis auf die Hand wird halt so ein bisschen nass. Aber die Hand wird nass ein bisschen? Okay. Ja. Okay, aber sonst von der Handhabung? Sonst wunderbar. Sonst wunderbar, ne? Ja. Beste. Okay, also ihr seht schon, funktionieren tun sie alle, kann man schon mal sagen. Ne? Die kosten natürlich unterschiedlich. Ich weiß nicht genau die Preise, aber ich weiß, Mittelfeld, günstigste Variante, kostspieligste Variante. Ne? Was sie jetzt genau, welcher Hersteller wäre, wo was anbietet, keine Ahnung, guckt selber, nur dass ihr mal gesehen habt. Aber an der Stelle für mich wichtig mit dem Griff, naja, habe ich schon gesagt, muss nicht ab, ne? Meiner Meinung nach. Okay, wir werden jetzt mal AWG kurz mal was vergleichen. Ich habe nämlich vom AWG noch ein kleineres Hochstrahlrohr mit. Das werden wir jetzt mal gegen den großen Bruder antreten lassen. Schauen wir uns mal an. Alles klar? Los geht's. Wie legt man Hochstrahlrohr ab? Guckt euch das an. So lege ich mir die ab, ne? Seht ihr hier genau. So, warum? Wenn das auf der Seite liegen würde, könnte man, wenn man jetzt vorbeiläuft, durch Auftreten, könnte man das Rohr einfach aufmachen, ne? Also deshalb, und so verunreinigt das auch mehr, ne? Gerade vorne die Düse und so wollen wir nicht. Nicht überall ist hier so ein gepflegter Rasen wie hier, ne? Okay, ja, dann würde ich mal sagen, an die Rohre und dann fangen wir gleich mal an. Wir haben jetzt hier das 130er, das kleinere AWG, also eigentlich auch super für den Innenangriff. Ist natürlich auch ein bisschen wassersparsamer und wir werden es mal vergleichen zu dem 235er von vorhin. Machen wir da mal Vollstrahl und wir sagen beide erstmal 130, ne? Gut, und dann gucken wir mal, erstmal ob die gleich weit kommen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, los geht's. Was mir auffällt, ist, dass das 130er eine bessere Wurfweite hat als das 235er. Also gleicher Hersteller, gleiche Einstellung von Durchfluss, aber das 130er wirft jetzt weiter. Das macht am Ende bestimmt, na, 4 Meter bestimmt weiter. Okay, macht mal Spülen bitte. Ist das Spülen 2? Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Jetzt sind beide Rohre auf Spülen Stufe 2 gestellt. Man kann verschiedene Spülstufen einstellen bei den AWGs. Obwohl jetzt das 235 ja fast doppelt so viel Durchfluss hat, ist das jetzt, das ist schon natürlich, ist das ein bisschen weiter. Auch ein vollerer Strahl, aber ich wundere mich, dass das 130er so gut mithalten kann. Viel hilft nicht immer viel. Okay. Gut. Schauen wir uns das mal spülen. Jetzt Sprühstrahl. Bei 130. Das ist Sprüh 130. Sprüh 130. So, jetzt schaut euch mal Sprüh 130 an.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das schöner finde vom Strahlbild. Ne, oder Marvin? Ja. Ne, weil, also auch hier nach ein paar Metern, hier ist noch eine klare Form. Hier nicht mehr so. Okay. Interessant. Okay. Hendrik hat uns gerade einen wichtigen Hinweis gegeben. Wenn man das bedient, mal das große Rohr, dass man mit der Hand hier noch einigermaßen hinterbleiben kann, bei den kleineren ist das schon ein bisschen was anderes. Also man sieht schon, komm mal kurz bitte, es ist hier ein bisschen knapper, ne? Man wird die Hand nass. Das ist schon ein bisschen sparsamer, ne? Ja. Aber ähnlich wie beim CFT, sag ich mal, von der Größe. Da war es ja auch so ähnlich, ne? Okay, interessant. Ja. Ja. So, okay. Mannschild bei beiden bei 130. 130 Mannschild. 130 Mannschild. Okay. Mannschild. Da finde ich das besser, ne? Da kommt mehr Schildfunktion, obwohl das auch schon super ist, ne? Also das kleine Ding kann schon zaubern, das finde ich gut. Das ist gut, ne? Aber das ist schon ein bisschen kräftiger hier. Okay, ihr seht, ihr könnt noch ein bisschen rumspielen. Viel Spaß beim bisschen Spielen noch. Ihr seht, dass die Rohre alle irgendwie in einer gewissen Weise unterschiedlich sind. Im Grunde genommen können sie aber alle das Gleiche machen. Löschen, euch schützen und möglichst wenig Wasser gebrauchen für viel Nutzen. Ne? Und wer einmal sowas, ein Hohlstrahlrohr in der Hand hat und ein Mehrzweckstrahlrohr nur kennt, testet das mal. Ich bin sicher, ihr nehmt einen Mehrzweckstrahlrohr nur, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Weil Mannschild hat man am meisten nicht, es sei denn, man hat noch einen speziellen Aufsatz dafür. Aber Hohlstrahlrohre muss man heute eigentlich haben. Ne? Gerade im Innenangriff kann ich es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Okay, vielen Dank fürs Reinschalten und bis dann. Ne? Euer Feuerwilli und die Jungs. Bis dann. Tschüss.